Hello, you beide. Hello. Hello. Hello, you online. Johan, you are such lustig. Oh, yes, we are viel lustig. Yeah. Kann ich Deutsch mit euch sprechen? Well, if you like to, wenn Sie möchten, yes. Oh, das ist gut. Ja. Aber auch Holländisch und Französisch. Und Chinesisch. Und Russisch auch. Und Spanisch? Yeah. Spanisch, no. Okay. Okay, then I speak German. Yes, please. Yes. Okay. Yes. Es war eine super Show. Es war sehr, sehr, sehr lustig. Thank you. Thank you. Ja, wie lange arbeitet ihr beiden schon zusammen? Zusammen? 15 Jahre. Ja, 15 Jahre seit 1962. Okay, dafür seht ihr beide aber noch ganz schön super aus, ne, dafür. Deswegen die Frischhaltefolie. Ah, deswegen. Okay, ja, dann möchte ich demnächst mitmachen bei dieser Nummer, wenn das geht. Ich möchte auch noch lange frisch gehalten werden. Ist das okay? Ja, das können wir machen. Okay, super. Ja, mit Frischhaltefolie. Oh, das ist gut. Ja. Any more questions? Yes. Ja? Ja, wenn ich darf. Yes, gerne. Ja, ja. Okay, also tretet ihr einmal so auf so Comedy-Festivals auf oder so? Oder auch ja, so ja. Und Comedy-Festivals und auch Beerdigungen. Ja. Yes, alles Hochzeiten. Hochzeiten. Yes. Kindergeburten. Whatever. Whatever. Yes. Und Comedy. Ja. Ja. Und wie kommt ihr so bei Beerdigungen an? Nicht so gut. Nicht so, nein, nee. Das ist nicht so gut. Aber es ist, wir machen es immer wieder gerne. Ja. Vielleicht es wird noch mal gut. Okay. Man weiß es nicht. Okay. Ja, ich möchte mich bedanken, dass ihr hier wart. Ja. Es war super gut. Ja. Und vielleicht sehen wir euch irgendwann noch mal in Attendorn. Das wäre echt super. Wir möchten uns auch bedanken. Attendorn war schon wieder super gut. Ich würde gerne noch meine Mutter grüßen und meine Oma. Die ist und schon tot. Oh ja, dann sage ich es ja selber. Yes? Okay. Okay. Ja. Okay, danke. Tschüss. These Chinese as never knew how much I love you, never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Aus Attendorn? Nein. Wo kommen Sie her? Aus Hagen. Aus Hagen. Extra wegen dem Gauklerfest nach Attendorn? Natürlich. Wir kommen jetzt schon seit Jahren hier hin. Das ehrlich? Ist immer toll, ja. Oh, super. Wir haben ja dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und Sie sagen gerade, Sie kommen öfter nach Attendorn für das Fest. Was ist so das Besondere bei dem Gauklerfest in Attendorn? Was finden Sie besonders schön? Natürlich die Darbietung finde ich toll. Ich bin selber Jongleur und bin natürlich dieser Sache sehr verbunden. Meine Kinder möchte ich natürlich auch sehr zeitig daran gewöhnen. Ja. Und ja, deswegen kommen wir eigentlich mal gerne hier hin. Sind Sie schon mal hier aufgetreten auch? Nein, das nicht. Das nicht, noch ich nicht. Ich trete nicht auf, aber ach, vielleicht, wenn meine Kinder dann mal soweit sind, mal bei dem Nachwuchswettbewerb. Ah, ja, das wäre doch toll. Genau. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch richtig viel Spaß mit Ihren Kindern und Ihrer Familie, ja? Dankeschön. Danke auch. Feel myself slipping, slipping more and more waves. That's the world of my own. Hallo. Hallo. Kommen Sie aus Atem? Nein, aus Lüdenscheid. Extra wegen dem Gauklerfest nach Atemang? Genau. Ja. Zum ersten Mal? Zum ersten Mal, ja. Wie haben Sie erfahren, dass dieses Fest hier in anderen stattfindet? Durch meine Mutter. Die hatte das irgendwie im Fernsehen, glaube ich, WDR, ja, haben sie es gezeigt und da hat sie es gesehen, ja. Nein, wir kommen aus Kiesbe. Kiesbe, und extra wegen dem Gauklerfest hierher gegangen. Ja. Trying to hold back and feeling my soul long. And if you
20 Jahre Gauklerfest in Atten. Ja, also 20-Jährige sind ja in einem schwierigen Alter. Wir wollen nicht hoffen, dass jetzt die Pubertät kommt. Müsste doch mit 20 fast schon vorbei sein, oder? Eigentlich müsste doch das Schlimmste hinter einem. Also ich habe das Gefühl, bei Männern fängt die Pubertät so ungefähr ab 15 an und hört mit 55 auf. Dann fängt sofort die Mitleidskrise an. Wir wollen nicht hoffen, dass es dem Gauklerfest genauso geht. Pubertät ist später heutzutage. I love you, since I've been to myself, what a wonderful Jahr. Ja, man kann es gar nicht glauben. Wenn ich mir überlege, wie das alles mal angefangen hat, mit so ein paar Leutchen, die hier jongliert haben, mit ein paar Punkbands, war ganz klein und beschaulich und alles guckte ganz komisch. Und jetzt haben wir ein Riesenfest. Essen ist super. Wetter ist geil. Müssen wir was anderes machen? Essen schmeckt sehr gut. Und Trinken ist gut. Nicht meine Baustelle hier. Und meine auch nicht. Also das Gauklerfest ist nicht deren Baustelle, aber das Essen schmeckt denen wenigstens. Aber das Wichtigste ist, dass wir diese jungen, unverbrauchten Muskeln noch benutzen können. Deswegen sollen die mal noch ruhig ein bisschen essen. Ich komme aus Wiel. Aus Wiel? Mhm. Extra zum Gauklerfest nach Attendorn gekommen? Ja. Zum allerersten Mal? Ja. Wie haben Sie davon erfahren, dass Gauklerfest stattfindet in Attendorn? Durch meinen Freund. Durch Ihren Freund. Sie kommen auch aus Wiel? Nee, Waldbröl. Waldbröl. Und Sie haben es in der Zeitung gelesen, oder? Nee, ich bin ja schon mal gewesen und fand das ziemlich attraktiv und ja? Habe so in Erinnerung gehabt, dass das das erste Wochenende in den Ferien immer ist. Genau, ja. Und das letzte Jahr waren wir halt im Urlaub irgendwie relativ früh und jetzt habe ich da mal die Gunst der Stunde genutzt und sind wir mal hierher gekommen. Schön. Und wie gefällt es Ihnen bis jetzt? Ja, das war eine sehr, sehr lustige Nummer, eine sehr schöne Comedy-Nummer, ja.